Hallo ihr Lieben und willkommen zum Ende. Ich habe beschlossen, dass hier der Abisko Jokka, der Abisko Canyon, mein Schlusspunkt sein wird für diese Wanderung. Und ich dachte mir, heute werde ich euch so ein bisschen darüber erzählen, warum dies eben der Fall sein wird. Denn es ist nicht ein einziger Punkt, sondern es ist eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Und da ich euch noch Bilder versprochen hatte von dem Abisko Jokka und dem Abisko Canyon, dachte ich mir eben, ich drehe diese Abschiedsfolge sozusagen direkt am Ufer des Flusses entlang. Der erste Punkt, der wäre zum Beispiel, dass es hier jetzt schon relativ kalt geworden ist, jetzt gerade im Norden. Und ich merke eben schon, dass es tagsüber überhaupt kein Problem ist eigentlich. Aber eben gerade, wenn es auf die Nacht halt zugeht und das morgendliche Aufstehen, das zieht sich jetzt doch schon ziemlich. Und ich merke, dass eben von dem, was ich an Klamotten mit habe, ich mich jetzt nicht mehr so ganz wohl damit fühle. Und ich dementsprechend dann, klar, könnte ich jetzt mir noch mal extra dicke Klamotten holen und weiter wandern. Aber es ist eben auch nicht nur die Kälte. Der nächste Punkt ist mein Körper. Nämlich, dass mein Körper mir langsam anfängt, Signale sozusagen zu senden, dass es jetzt aktuell reicht. Das ist vor allem der Fall, dass ich weiß aus Erfahrung, dass meine Körpertemperatur jetzt ein bisschen zu niedrig ist. Das passiert einfach, wenn ich mich beschissen ernähre, was so ein bisschen jetzt eben bei der Wanderung der Fall ist, dass mein Körper eben nicht die genügend, ja, keine genügend Wärme erzeugen kann und dementsprechend ich sozusagen nicht im Optimal-Körpertemperaturbereich bin, sondern leicht darunter. Das koppelt sozusagen auch wieder zum ersten Punkt, nämlich mit der Kälte, dass ich extrem friere. Gerade in dem Moment, wo ich mich nicht mehr bewege, fange ich sehr schnell an zu frieren. Und das heißt für mich, also entweder ich wandere und bewege mich oder ich verbringe jetzt im Endeffekt dann eben, baue ich sofort mein Zelt auf und gehe in mein Zelt, um im Schlafsack im Endeffekt warm zu werden, weil eben die Menge an Klamotten, die ich mit habe, nicht ausreicht dazu. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Klamotten jetzt finden würde, die mich auf die Dauer eben draußen im Endeffekt warm halten könnten. Das spielt jetzt auch wieder so ein bisschen halt mit da rein, dass ich sage, okay, wie lange kann ich wandern aufgrund von der Helligkeit? Und wenn man einfach nur die ganze Zeit sagen, wandert oder im Zelt ist, dann macht die Wanderung auch einfach keinen Spaß mehr. Und wenn es eine Sache gibt, auf die ich langsam gelernt habe zu hören, das ist es, wenn mein Körper mir Signale sendet, also die nicht zu ignorieren, sondern wirklich auch darauf zu achten, zu gucken, wie kann ich das Ganze jetzt im Endeffekt beheben. Und für mich käme dann entweder nur sowas wie eine Art Hüttenwanderung oder Hostelwanderung im Endeffekt in Frage, aber eben keine Zeltwanderung mehr. Der dritte Punkt, das ist einfach, dass ich nicht mehr so wirklich Bock habe, den ganzen Tag immer nur zu wandern. Das heißt, so 10 Kilometer am Tag, gerne.
Aber danach habe ich einfach keinen Bock mehr. Und dann schleppe ich mich einfach nur noch vorwärts, die nächsten Stunden. Und klar könnte man diesen einen Punkt so ein bisschen beheben und sagen, hey, läuft man eben weniger pro Tag, ist ja nicht weiter schlimm. Aber wenn man das wieder kombiniert mit der Kälte und meiner Körpertemperatur sozusagen, dass ich Probleme habe, mich warm zu halten, würde das wiederum bedeuten, dass ich auch nur irgendwo mich zusammenkuschele und ansonsten im Endeffekt nichts anderes mehr mache. Und das ist es mir im Endeffekt, diese Kombination aus den Dingen eben wieder nicht wert. Der vierte Punkt und auch der letzte ist, dass ich voller Tatendrang bin. Wenn man die ganze Zeit wandert, dann gibt es natürlich viel Zeit zum Nachdenken auch. Und ich habe jetzt viele neue Projekte im Endeffekt, die ich jetzt super gerne angehen möchte. Und ja, dazu sagen, ich brenne sozusagen, bin voller Tatendrang dafür und möchte viele Dinge endlich starten. Und das ist eben mein Punkt Nummer 4. Und das waren jetzt eben meine 4 Gründe. Und jeder einzelne von ihnen wäre eben nicht stark genug sozusagen, damit ich meine Reise hier jetzt beende. Aber eben die Mischung macht es dann doch eben, dass ich sage, okay, ich sage auf Wiedersehen, Schweden, zumindest für dieses Jahr, und beende meine Reise hier nach 2200 Kilometern.